Ja, was sagst du zur Wohnsituation in Salzburg? Boah, Wohnen in Salzburg, das ist eine Katastrophe. Wir leben gerade dazu, also in der Theorie leben wir zu viert. So, und ja, mehr. Am Wochenende ganz viele. Und jetzt gerade geht's eh, so über den Sommer war es irgendwie krasser, oder war es halt tatsächlich so, dass wir meistens irgendwie, muss ich mal überlegen, zu vier, ja zu siebt oder so in der Wohnung waren, was dann auch irgendwie ziemlich schlauchen kann. Weil du halt voll aufeinander biegst. Aber es ist halt auch nicht einfach, ne? Also man hat halt viele Personen auf einem kleinen Raum. Das ist dann nicht nur Müll und Lautstärke, die sich da vermehren, sondern auch einfach irgendwelche Krankheiten. Also es ist halt wirklich, also das stellt man sich vielleicht auch gar nicht so schlimm vor. Bevor ich es hatte, dachte ich mir auch so, ja, dann wird man schon fertig, aber ist halt nicht so. Also das ist halt eine Krankheit, die dich auch, also natürlich, es juckt, deine Haut geht kaputt, aber es macht dich halt auch darüber hinaus einfach psychisch total kaputt. Man kriegt den Scheiß auch nicht mehr los, wenn man auf so engem Raum zusammen wohnt. Das ist echt grauenhaft. Also wir haben sie jetzt gerade wieder los. Mal schauen, wie lange das hält. Ja, also im Prinzip würde ich nicht sagen, dass Salzburg irgendwie so eine nur reichen Stadt ist Salzburg würde sich, glaube ich, gerne so nach außen geben. Tut's auch. Die Festspiele natürlich. Viele leerstehende Wohnungen über den meisten Teil des Jahres so. Das treibt natürlich alles in die Höhe. Für versnobte Menschen, für eingnade Menschen, würde ich sagen. Aber du hast halt auch eben wie in jeder Stadt irgendwie so die Downsides, wenn du irgendwie am Bahnhof rumhängst oder irgendwie am Handelsplatz rumhängst, siehst du halt dann schon, das sind Leute, die irgendwie schon von der Gesellschaft abgehängt wurden. Ganz krass und aber auch irgendwie extrem unterm Radar der Öffentlichkeit ist halt einfach die Vertreibung von Notreisenden, zum Beispiel von unter den Brücken oder wo die Leute halt schlafen, so, wo die halt ihre Schlafplätze finden. So. Erzähl, was ist hier los? Also wir befinden uns jetzt unter der Lena-Brücke. Hier haben früher, ich glaube noch bis vor ungefähr einem Jahr, ziemlich viele von den Notreisenden geschlafen. Dann hat das Land, das sieht man hier ganz gut, alles zugemacht, alles aufgeschüttet mit Steinen. Früher schon wurden oben hier die Gänge zugemacht, da konnte man nämlich ziemlich gut reinklettern und auch schlafen. Das ist auf allen Seiten passiert, auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dasselbe.
Boah, die Räumung war, jetzt kann ich mal Ende 2016, Anfang 2017. Genau, da ist das Magistrat gekommen mit Polizeibeamten und haben hier alles geräumt. Also das ganze Gepäck haben sie weggeschmissen und genau danach einfach angefangen, das zuzumachen. Ja, wir sind damals dann in der Gruppe her, um das zu beobachten. Sie haben auch die ganzen Sachen von den Leuten in riesen Mülltonnen reingeräumt, die total dreckig waren. Und wir haben gesagt, hey, das geht nicht, weil wir kommen am nächsten Tag und holen die Sachen mit den Leuten ab. Genau. Ja, war ziemlich traurig. Und das, obwohl in Salzburg halt massig Häuser leer stehen. Also das ist ja, es ist ja nicht so, als könnten diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden, aber sie werden es halt nicht, weil die Kaufkraft nicht. Also da mischt sich halt irgendwie dieser Wunsch nach Sauberkeit halt nochmal mit einem gehörigen Antiziganismus, würde ich sagen, wo man halt auch sagt, okay, das sind irgendwie organisierte, ist eine organisierte Battle-Mafia, die da irgendwie ihr Unwesen treibt, so. Das halte ich für ziemlich ein Bullshit. Vine la tine, ți-a buletinul peste o oră și ceva, te trezești că ți-aduce plic, 200 de euro. Cu banul ăla aduce plic. Also er sagt, manchmal sind einige tatsächlich mit Strafen belegt worden. Sie haben dir den Ausweis weggenommen. Nach einer Stunde später waren sie da und haben einen Erlagschein übergeben mit 100 Euro Strafe. Aber sie wissen nicht wofür. Dar nu știți pentru ce, de ce dă amendă, pentru ce dă amendă. S-ar putea ca orice om, uite cum există un om la mine acolo, trece în fiecare dimineață și face mafia, voinic, zgut, țamțara, face o reclamație și ei chiar se iau după oameni care nu sunt bun cu capul, nu judecă. Also es gibt tatsächlich einige, die manchmal eine Anzeige machen und sagen, da sitzen Bettler und die ihnen sogar eindeutige Zeichen machen, ja, so mit an die Gurgel und anschließend kommt dann oft die Polizei vorbei, nicht? Also ich lasse mich noch teilweise die allerersten, die ich damals gesammelt habe. Und sind die auch in der Verfassung, wo du manchmal denkst so, hier Aufforderung zum Strafantritt. Ja. Das sind alles Strafen, die ausgestellt wurden. Mhm. Also das sind alle Strafen und Einsprüche halt und Vermachten zum Teil. Ja. Oder halt so, was ich dann gemacht habe. Keine Ahnung, ich meine, hier war nichts mehr zu machen zum Beispiel. Okay. Schwierig. Also wir hatten noch schon Situationen, wo die Polizisten gekommen sind und dann gesagt haben, ja, wir geben denen jetzt mal eine Strafverfügung wegen Störung öffentlicher Ordnung, weil sie draußen schlafen und schauen mal, ob das durchgeht. Genau. Aber trotz alledessen, glaube ich, haben wir eine sehr kleine und feine Szene. Das ist sehr familiär und ja. Mag Salzburg trotz alledessen eigentlich ziemlich gern. Also, eben gerade deswegen, weil es so familiär und nah ist eigentlich. Naja, es war alles, ja, ganz viele linke Leute, bunte Leute einfach. Durchgemixt von Hippies bis grausige Punks. alles da. Also ich für mich persönlich habe irgendwie so, identifiziere mich halt irgendwie mit Musik. Das ist halt irgendwie so mein Medium, wo ich sage, so, okay, gut, durch das kann ich mich ausdrücken, durch das kann ich das in die Welt rausschreien, was ich mir denke. Also, wenn ich auf der Bühne stehe, gibt es nichts Geileres, irgendwie ins Mikro zu schreien und zu sehen, dass es den Leuten gefällt, zu sehen, dass die Leute tanzen und dass sie sie so wertschätzen, dass halt. Dass sie halt einfach auch genau das fühlen, was ich mir auch denke. So. Also so wie es jetzt aussieht, ist das Eigentum dazu da, einen Profit für die rauszuschlagen, die über es verfügen. Und ich bin halt der Überzeugung, dass es so laufen muss, dass die Fabriken, die Maschinen, also die Produktionsmittel und auch der Wohnraum einfach von denen organisiert wird, also und
von denen verwaltet wird, die ihn auch wirklich nutzen. Sprich, jetzt die MieterInnen und die KonsumentInnen. Das ist eigentlich so meine Utopie und das, wofür ich auch eigentlich kämpfe. Ich meine, wir haben halt viele Sachen gemeinsam, wir sind politische Menschen, wir haben uns wahrscheinlich, ist auch das, was unsere Freundschaft so gestärkt hat, auch unsere politische Arbeit, unser politisches Zusammenleben, und ich finde es auch voll wichtig, scheiß Salzburg und scheiß Österreich und scheiß Regierung und gegen jede Regierung. Ja, und der ist ein Beste, wo ist er nicht? Ja, und der...